Laura, bin 23 Jahre alt, arbeite seit ungefähr 1,5 Jahren hier in der AWG Forsbach. Ich habe den Bachelor in Erziehungswissenschaft gemacht mit Schwerpunkt Pädagogik und Psychologie. Habe mich schon immer sehr für stationäre Jugendhilfe interessiert, fand den Autismusbereich von Anfang an spannend und habe mich dann dafür entschieden. Seit ungefähr 1,5 Jahren sind wir echt ein super stabiles Team. Wir unterstützen uns gegenseitig. Mein üblicher Tagesablauf startet in der Regel mit der Übergabe. Was ist gestern passiert? Was ist wichtig? Was sind Aufgaben für heute? Was muss erledigt werden? Es ist eine Wohngruppe hier. Das bedeutet, wir sind sehr eng im Kontakt. Die Jugendlichen leben hier. Hier ist der Lebensmittelpunkt der Jugendlichen. Und wir sind 24 Stunden vor Ort, also die Jugendlichen werden immer betreut. Man baut eine enge Beziehung zueinander auf und ist viel miteinander im Kontakt. Jeder Mitarbeiter ist im Prinzip verantwortlich für bestimmte Jugendliche. Ich betreue gerade 2 Jugendliche intensiv in der Bezugsbetreuung. Man ist Ansprechpartner für Organisatorisches, für Wünsche, Bedürfnisse. Am Nachmittag gibt es bei uns immer eine Gruppenzeit. Da machen wir immer gemeinsam etwas mit den Jugendlichen. Kann man immer absprechen, was wünschen sich die Jugendlichen. Manchmal bereiten wir was vor, was kann man gemeinsam machen. Das Besondere an der Diakonie ist für mich, dass viele Unterstützungsmöglichkeiten geboten werden. Es wird gut auf die Mitarbeitergesundheit geachtet. Was braucht jeder, um hier einen guten Job machen zu können? Bei mir persönlich kann ich sagen, dass ich jetzt seit 2 Monaten die stellvertretende Teamleitung hier in der Gruppe übernommen habe, was für mich eine gute Chance für Weiterentwicklung ist. Für mich ist eindeutig Motivation das Wichtigste, wenn man sich für einen sozialen Beruf entscheidet. Das Interesse und den Spaß daran, mit Menschen zu arbeiten, andere Menschen zu unterstützen und zu fördern. Wir gestalten die Umgebung so, dass die Jugendlichen sich gut entwickeln können, und das liegt mir sehr am Herzen. Das ist schön zu sehen.